Um die Verbreitung des Salamanderfresserpilzes und anderer Krankheiten wie der Krebspest zu vermeiden, sollte bei Arbeiten mit Molchen das Hygieneprotokoll der Uni Trier eingehalten werden. Tiere nur berühren, falls wirklich notwendig, um zum Beispiel Hautabstriche zu nehmen. In diesem Fall Nitrilhandschuhe tragen, keine Latexhandschuhe, da dies negativ auf Amphibien wirken kann. Nach der Arbeit an einem Standort Stiefel und Fallen etc. desinfizieren. Als Desinfektionsmittel entweder 1% Virkon-S-Lösung oder 70%iges Ethanol verwenden. Zur Herstellung 10 Gramm Virkon-S pro Liter ansetzen, dabei Maske, Schutzbrille und Handschuhe tragen. Das Pulver nicht einatmen und Hautkontakt vermeiden. Die rötliche Lösung kann 5 Tage verwendet werden, falls sie sich entfärbt, nicht mehr verwenden. Das Profil der Schuhe gründlich von Schmutz reinigen, mit Desinfektionsmittel besprühen oder darin eintauchen und mindestens 2 Minuten einwirken lassen. Danach mit Leitungswasser abspülen und trocknen lassen. Besser ist es, mehrere Paar Schuhe dabei zu haben und an jedem Standort ein anderes Paar zu tragen. Kescher, Reusen, Fallen, Schnüre, Eimer und so weiter von Schmutz befreien, mit Desinfektionsmittel besprühen oder darin eintauchen und mindestens 2 Minuten einwirken lassen. Danach mit Leitungswasser abspülen und idealerweise in der Sonne trocknen lassen. Wenn man an einem Tag an mehreren Standorten arbeitet, ist es besser, mehrere Ausrüstungssets dabei zu haben und immer einen anderen Kescher, andere Fallen zu verwenden. Während der Desinfektion Handschuhe tragen, das Desinfektionsmittel in einer Wanne auffangen und 5 Tage stehen lassen, erst danach kanalisieren. Nach Abschluss der Arbeiten Handschuhe desinfizieren und über den Restmüll entsorgen. Zusätzlich noch Hände desinfizieren. Utensilien wie Schreibgerät können mit 70%igem Ethanol desinfiziert werden. Danach mit Leitungswasser abspülen bzw. Elektronik mit einem getränkten Lappen abreiben. Hartschaum sollten nicht mehr verwendet werden, weil kontaminiertes Wasser oder Desinfektionsmittel in der porösen Oberfläche verbleiben kann. Stattdessen leisten leere PET-Flaschen gute Dienste als Schwimmer.